Du bist ja nett. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ich würde gerne das Ding verkaufen. Ach geil, die steigen jetzt auch alle im Wert. Schön, schön. So. So, brauche einen Seelenstein. Kann ich den überhaupt noch gebrauchen? Mist, er hat nichts. Meisterbuch ist bis 100. Ich brauche das Expertenbuch und zwar Expertenbuch Elementarismus 1. Schreitet wohl. Mehr kann ich den nicht abkaufen. Dann einmal nochmal zum Sonnentempel. Guck mal, ob ich dem Hammerschlagfrau da die Sachen abgeben kann. So, Expertenbuch. Und ob ich vielleicht noch ein. Habe ich jetzt ein Schicks. Boah, wieso? Ach, egal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte da nicht rein, aber. Gut. Was sind das eigentlich für Rüstungen? Kann man die sich. Schürferheit. Da hat man Glück, wenn die wissen, an welchem Ende man noch Pickel hält. Naja. Okay. Ahoi. Ahoi. So, komm, was kann ich denn jetzt hier noch alles erschaffen? Was wollt ihr? Die Schwerter. Das darf ich nicht vergessen. Eisenkriegshammer, Silberschwert, Silbergroßschwert. Effektiv gegen Untote. Okay, mit 31 ist das aber auch schon ziemlich heftig. Stahlschild. Eisenhelm. Runenstiefel. So ist das eben. Ein paar Silberbarren. Wir haben aber zu schweren Rüstung. Silberring. So. Wenn noch hier irgendwo ein Gerbergestell. Ne. Dann. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Baumpläne hast du keine geilen. Expertenbuch. Haben wir keine leichte Rüstung mehr? Doch, da Meisterbuch, leichte Rüstung. Boah, ist das Ding teuer.
Das ist schon heftig. Ne. Schreitet wohl. Sich nicht. Gut. Dann haben wir mal wieder eine halbe Stunde dazu gebracht, unsere Ausrüstung zu verbessern. Zack. Effekt. Das haben wir alles an. Pyräischer Helm. Hände. Selinas Schwingen. Elementarzauber, mittlerer Rucksack. Bauen wir unser Gewand da. Erhöht die Ausdauer. Gut, gut. Das Wunderkind. Dann würde ich sagen, holen wir mal die Schriftrolle raus. Teleport nach Dünenheim. Rhythmus verschrieben ist wahr. Wir müssen uns bei Zeiten mal austauschen. Jede Lösigkeit von Himmel schaut, wenn sie uns noch führen. Zack. Na? Teleportiere dich nach Bühnenheim, meine Liebe. So. Geht weiter. Ich finde, oh, die haben nichts, wo sind alle total scheiße ausgerüstet. Aber was ich noch machen wollte, ist den Götterschild. Götterschild Rang 3, Geselle. Ja, Mentalismus. Ja, magischer Schild. Nee, den Götterschild hätte ich gerne. Auf F. Gut. Muss ich jetzt ab nach Dünenheim oder... Warte mal, wo muss ich hin? In die Pulverwüste. Oh, ist das weit weg. Okay. Ein guter Mann. Das bedeutet, wir werden heute wieder was laufen. Und das bedeutet, dass die nächste Folge wieder mal 8 GB groß wird. Denn, ich render die Dateien alle in... Nicht mit variabler Bitrate oder mit konstanter Bitrate, sondern mit sogenannter konstanter Qualität. Das bedeutet, ich setze eine Qualität fest, die ich am Anfang haben möchte, und der sagt mir einfach dann, der macht das schon. Und wenn ich jetzt eine Folge habe, wo man sich nicht viel bewegt, ist das Ding total wenig. Lira, was tust du? Du hast das Fleisch verbrennen lassen. Du bist... Was? Wer? Ihr? Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Hallo? Die Idioten, die mich immer noch angreifen, weil die denken, die könnten was gegen mich ausrichten. Aber stimmt, ich sollte mal speichern. Falls doch was passiert. Das wäre schon
dumm, wenn was passiert. War ich schon hier in der Pulverwüste? Ich meine, nein. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Wie viele Punkte brauche ich noch? 5000? Bis ich... Teile sind. Böse. Die greifen immer einen an. Whoops! Was war denn das? Aber es gibt einen Münzhaufen und... Oh. Da hat jemand irgendwas damit gemacht. Hm. Hey. Der ist böse gewesen. Der hat aber ganz schön zugelangt. Jetzt habe ich natürlich zwei. Jetzt habe ich den dicken Dattelkuchen mitgefuttert. Ihr. Du hast auch nichts Geiles dabei. Eisenharnisch, Magierkapuze, mittlerer Rucksack und Schlachtaxt. Ach komm, mittleren Rucksack kann ich mal mitnehmen. Ihr habt ihn genommen! Ihr habt mir meinen Sohn genommen! Oh, oh. Da denkt man sich so, ach, die sind ja alle nett, aber Pustekuchen. Die sind überhaupt nicht nett. Die sind das Schlimmste, was man auf Erden finden kann. Sind die nett oder nicht nett? 100-mal den 70. Vers abschreiben. Die Welt kann untergehen, aber Magister ändern sich nie. Ihr seid die, die sie die Prophetin nennen, richtig? Hm. Prophetin, gut, dass ihr hier seid. Folgt einfach den Gang hinunter. Der Sternling ist an Bord des Schiffes. Prophetin, gut, dass ihr hier seid. Folgt einfach den Gang hinunter. Der Sternling ist an Bord des Schiffes. Hättest du aber auch etwas das weniger... Das ergibt doch alles keinen Sinn. ...abgehakt einsprechen können. Paprikaschoten. Ich muss da vorne runter. Okay. Schreitet wohl. Mache ich. Na ja, aber ganz alleine kann er das doch nicht gebaut haben. Schau dich doch mal um. Das ist doch unglaublich. Stimmt schon, aber diese Stahlspinnen scheinen ihm dabei kräftig unter die Arme gegriffen zu haben. Mit genügend davon könnte er vermutlich sogar den Sonnentempel nachbauen. Hm. Besser wäre es, er würde seine Maschinen dazu verwenden, uns diese neuenesischen Fanatiker vom Leib zu halten. In das Siegel eines neuenesischen Sinustropen zu vertrauen, halte ich für etwas naiv. Bisher hat es gehalten. Bisher, sicher. Aber wenn die Entropie eines ist, dann unberechenbar. Was?
Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. So, wie komme ich jetzt? Wo muss ich hin? Ich muss da oben. Okay. Schreitet wohl. Hast mir nichts zu erzählen. Und die Ah, ihr. Uns wurde gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr stammt doch aus Nerim, oder? Yep. Ach, nur aus Interesse. Die Sternlinge aus Anku dort haben angeblich auch ein ähnliches Schiff gebaut. Wusstet ihr das? Ich bin gespannt, ob sie es tatsächlich damit in den Himmel geschafft haben. Faszinierende Technologie ist das wirklich. Wenn Lishari das nur sehen könnte. Oh ja,